Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen zum 31. Part von Let's Play Ni No Kuni. Im letzten Part haben wir die Prüfung der Stärke bestanden und somit alle drei Prüfungen bestanden. Und jetzt will uns dieser Heini da was erklären, was eine Evolution ist, genau. Dann fangen wir an. Schön, Zeit euch etwas über die Evolution beizubringen. Ist ziemlich langweilig, passt also gut auf. Ich erkläre es nur einmal. Du siehst, dass dein Vertrauter bereit zur Evolution ist. Und dafür brauchst du sowas hier. Einen Sonnentropfen, okay. Ist es eine Art Leckerei? Das ist nicht bloß eine simple Leckerei. Jetzt versuch es einfach, okay? Ich habe keine Lust mehr zu reden. Füttere deinen Wicht damit. Im Kreaturenkäfig? Okay, ich versuche es. Na, da bin ich aber mal gespannt. Erlaubt einem Vertrauten mit Sonnenzeichen die Evolution zur zweiten Stufe. Wunderwicht. Auf Stufe 1. Dann wäre er. Der Norm. Hä? Ach so, dann wäre er jetzt das. Zu einem Wunderwicht werden lassen. Okay. Also so wie ein Pokémon, die können sich entwickeln, das finde ich geil. Ist es jetzt eine Frau? Das sind leicht weibliche Kleider. Die Anzahl verschiedener Tricks, der Kuyaku im Kampf nutzen kann, steigt um 1. Yay. Aber jetzt ist er wieder Level 1, oder? Super. Sieht euch meinen Vertrauten an. Das ist Evolution. Wenn ein Vertrauter groß genug geworden ist, kannst du ihn mit speziellen Leckereien füttern, damit er einen Wandel durchmacht. Evolution. Kapiert. Wenn Vertraute eine Evolution durchmachen, werden sie stärker, sehen anders aus und lernen bessere Tricks. Sie können dann auch mehr Edelsteine verputzen, also kannst du ihnen noch mehr Tricks beibringen. Welche Leckerei du einem Vertrauten geben musst, um eine Evolution auszulösen, hängt von seinem Zeichen ab. Da wärst du alleine nie drauf gekommen, was? Ah, das ist ja der Salomon, der das sagt. Boah, ich muss kurz das SMS lesen. Und auch eine unschätzbare Weise, die du dir nicht verdient hast. Wenn Vertraute die Evolutionsleiter hochklettern wie ihre Stufe, wird ihre Stufe auf 1 zurückgesetzt. Das heißt nicht, dass du wieder ganz von vorne anfangen musst. Wenn du sie hochstufst, werden sie viel stärker sein als vorher. Es ist deine Entscheidung, ob du deinen Vertrauten eine Evolution durchmachen lässt oder nicht. Es gibt Idioten, die belassen es lieber dabei. Mir ist das egal. Sonst muss ich euch aber nichts mehr erklären, oder? Ihr wisst jetzt genug, richtig? Ja, Meister Salomon. Gut, ich hasse es, das alles zu erklären. Wenn ihr die ganze Zeit zu langweiligen Einzeiten nochmal hören wollt, fragt einfach den langweiligen sprechenden Stein, den ihr mit euch rumschleppt. Hat jemand meinen Namen erwähnt? Oh! Es ist, wie seine Überragendheit sagt, ich kann seine Erklärungen jederzeit detailgetreu wiedergeben. Ihr müsst mich nur fragen und... Langweilig, gar, dass ich kein bisschen verändere. So, ihr wisst jetzt jedenfalls, wie alles funktioniert. Ihr könnt losziehen, haufenweise Kreaturen zähmen und sie eine Evolution durchmachen lassen. Vielen herzlichen Dank, euer Ehren. Danke, eure Überragendheit. Gut, wohin nun? Können wir schnell zurück nach Al-Kuwait? Ich will nachsehen, wie es meinem Vater geht. Sicher. Wir können ihn auch nach den anderen großen Weisen fragen. Auf Wiedersehen, Meister Salomon. Danke für alles. Ach, ist nicht der Rede wert. Im Ernst. Hat er die Klappe und verschwindet. War sehr nett. Alles klar, ich muss kurz eine SMS schreiben. Ich will jetzt die neuen Vertrauten sehen. I wanna see it. Also, Esther hat jetzt noch den Trompi. Ja. Schwerer Schlag kann der... Halt die Klappe. Schwerer Schlag kann der machen. Sein magischer Angriff ist gut. Ein wirbelnder Rempler verursacht bei einem einzelnen Gegner physischen Schaden und Kraft sammeln. Okay, und du kannst einen neuen Trick machen. Ja, was willst du? Oh, mit Stufe 7 Feuerschleuder. Oioioi. Ein fliegender Flammenball fügt einem einzigen Gegner Feuerschaden zu. Er kann ja einige neue Sachen lernen hier, der Akuyaku.
Heilige Scheiße. Kieselregen oder Sandstreuer? Ja. Eigentlich reichen Schnitter. Ja, ich nehme mal den Kieselregen. Kannst du was Neues lernen? Nee. Und du? Nee, die lernt gar nichts mehr Neues. Okay, über Enike. Blitsch, Platsch mit Stufe 16. Was ist denn Clara Kopf? Erhebt die Verwirrung. Okay, nee, nehme Entladung. Und du? Ah, du kannst ja erst ab Stufe 7 was Neues lernen. Alles klar. Kann eigentlich Olli was lernen? Ne. Okay. Ja, dann gehen wir mal zurück nach Al-Kuwait, würde ich sagen. Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe es. Also, für die, die das jetzt schauen und das Spiel nicht haben, kauft es euch auf jeden Fall. Es ist ein wunderschönes Spiel. Habt ihr sicher auch schon gesehen bei mir, dass es ein schönes Spiel ist. So, du hast alle Prüfungen bestanden. Da oben glitzert was. Macht nix. Was rumpelt und pumpelt denn hier so, Olli? Ist aber nicht dein Magen, oder? Du meine Güte, seh nur, da drüben. Oh ne, bitte nichts Großes. Oi. Ein Vulkan. Was für eine Vibration beim Controller, meine Freunde. Verflucht, das ist übel. Oh nein, die Qualmhöhe bricht aus. Die Qualmhöhe? Ein Vulkan westlich von Al-Kuwait, und zwar ein richtig großer Brocken. Bin ja kein Wissenschaftler, aber ich denke, das ist der Grund dafür, dass die Gegend hier so schön warm ist. Aber die Qualmhöhe sollte nicht ausbrechen, da steckt ein riesen Fels im Krater, um genau das zu verhindern. Oh je, denkst du, das hat sich irgendwie gelöst? In Jahrhunderten von Jahren? Nee, da muss jemand nachgeholfen haben. In den alten Geschichten steht nichts davon, dass es sich jemals gelöst hätte. Dann haben wir es also mit einer noch nie dagewesenen Katastrophe zu tun, oder nicht? Verflucht, Al-Kuwait könnte in Gefahr sein. Wir müssen zur Qualmhöhe. Was? Wir müssen den Fels wieder an seinen Platz bringen und verhindern, dass der Vulkan ausbricht. Das ist nicht dein Ernst, oder? Da oben ist es schweineheiß, Mann. Die Wüste hier ist saukalt im Vergleich. Von uns wird bloß ein Häufchen Asche übrig bleiben. Aber hast du mich nicht hergebracht, um die Welt zu retten? Wir müssen los, wir müssen Al-Kuwait retten. Er hat recht, wir haben die Prüfung bestanden, oder nicht? Wir können es schaffen. Ach, ihr Kleinen. Ihr kleinen Prachtkerle, da treibt sogar eine erwachsene Fee die Tränen in die Augen. So weit habt das gebracht. Na gut, ich bin dabei. Retten wir die Lage. Los, auf zur Qualmhöhe. Genau, gehen wir. Heilige Scheiße. Na dann mal los. Eieiei. Das kann ja lustig werden. Den neuen Akuyaku probieren wir mal noch nicht aus. Un momento, per favore. Ja, die Dickschädel hier. Besiege noch 6 Dickschädel. Da können wir es da mal probieren, falls wir einen von diesen Dickschädel finden. Da vorne ist Al-Kuwait, aber hier sind nur solche Klopse oder so. Oder was auch immer das ist. Nee, ich sehe. Du siehst mich nicht. Gut. Da haben wir einen Dickschädel. Der rennt weg, oder? Nee, der kommt hier hin. Okay. Dann können wir ihn jetzt schon probieren, den neuen Akuyaku. Und da ist auch ein Dickschädel dabei. Na, wer sagt's denn? Akuyaku. Ja, mach mal. Schlag einfach mal. Okay, er macht 2 Damage. Oh nee, nicht den Aussetzling. Oh my goodness. Den Aussetzling könnte ich zähmen. Komm schon. Bam. Nehmen. Nein. Okay. Ja, also so viel Damage macht da jetzt irgendwie noch nicht. Oh, Stufe 3 hat er gleich erreicht. Okay. Der Trompi auch und über eine Ike Stufe 13.
Ja, sehr schön. Damage. Ja, 25. Ja, gut. Macht wirklich nicht so viel Damage. magischer Angriff. 5 erledigt. Noch 5 übrig. Okidoki. So, du. Von hinten. Nein! Leck mich! Sie drehen sich immer im perfekten Moment, diese blöden. Oh ne, ein paar Bambino. Oh ne. Okay, Keimchen. Mach mal auf den Dickschädel eine Wasserbombe. Dann ist der nämlich bedient oder auch nicht. Dann mach noch eine. Und dann. Akuyaku. Und bam. Und tschüss. Puff. Wir sind ein gutes Team, Lady. Wir sind ein gutes Team. Es macht immer mehr Spaß. So, da haben sie beide Stufe 4 erreicht. Der Damage von ihm um 3 hoch. 28. Genauigkeit auch sehr hoch. Magischer Angriff geht hier natürlich hoch. Ja. Bei Trompi. 6 erledigt. Noch 4 übrig. Vielleicht hat der wieder einen dabei. Ey. Ey. Oh, er dreht sich wieder im letzten Moment. Es ist doch unglaublich, dass er... ein Babambino und ein Aussetzling. Nein, nicht Ruffy. Nicht Ruffy. Das sollte Keimchen machen. Für den Aussetzling. Genau darum. Hast du auch so ein Kügelchen? Nee, hast du nicht. Wow, da wurde ich gerade geheilt von Esther. Das ist schön. So, mein lieber Babambino. Oh, das wäre eigentlich gut für Esther gewesen, statt für mich. Okay, lass über Enike in Ruhe. Okay. Oh, nee, nicht. Ich gib's doch der über Enike. Oder irgendwas. So, beide Stufe 5. Das geht ziemlich schnell hier. Jetzt müssen wir dann natürlich den Akuyaku wieder voll füttern und so. Wegen... Warte mal, Lindern der Hand. Auf der Esther. Den müssen wir dann füttern, damit sein Angriff und so wieder ein bisschen hoch geht. Habe ich... Nee, ich habe nichts für die MP. Das ist natürlich blöd. So ein Kamikaze. So ein Kami... Irgendwas. Ah, ich habe ihn nicht von hinten erwischt. Ich Blödian. Ein Gastiger. Okay. Und eine Sommersonne. Sommersonne? Okay, Sommersonne. Dann würde ich sagen, Keimchen, oder? Wasser auf einer Sommersonne ist doch gut. Ja, nicht schlecht. Und dann macht Ruffy den Rest. Oh, 11 gleich. Und bam. Oh, lass sie in Ruhe, du dummes Vieh. Da. Und es steht doch. Irgendwas sagt er schon. Okay, jetzt kann ich so schon wieder heilen, die dumme Kuh. Hier kannst du gleich zweimal haben. Nächstes Mal nimmst du das Weißbrot. Und da haben wir wieder einen Dickschädel. Nicht drehen. Okay, vielleicht schaffe ich noch. Yes! Von hinten! Das gibt gleich mal mit dem Akuyaku einen Schnitter. Bam, 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 Bitches. Und. Oh, nur 9. Okay, dann erledige zuerst den Gastiger. Da kannst du winnen. Oh, jetzt haben sie bemerkt, dass wir sie angreifen. Erst. Oh, den kann ich zähmen. Den kann ich zähmen. Den will ich. Bezirzen. Come on. Und der Gastiger ist gezähmt. Oh, yes. Oh, yes. Bäm, Junge. Gut gemacht, Olli. Wenn ich den anderen gezähmt habe, macht Olli den Rest. Ja, perfekt. So, Stufe 6 für Akuyaku und Trompi. Schokolade. Den Gastiger behalten. Ja. Tiki? Ne, Tiki, das klingt wieder dieser Ticker von Winnie Pooh. Streifchen, Gasti, Tigor. Ah, komm, wir nennen den Tiki. Ja, Tiki.
Jiggy ist jetzt ein Vertrauter. Sieh mal, ich noch 3 übrig. Ja, sehr schön. Dann nehmen wir noch... er ist jetzt bei Esther dabei. Ja, das ist gut, da kann er da leveln, weil ich kämpfe ja eigentlich meistens mit Olli. Von daher ist es schon in Ordnung. Du. Bonus auf Angriff. Ja, da kannst du gebrauchen, Angriff. Das ist gut. Oh. Ja. Yeah, hat er sehr viel gebracht. Hier, die Vertrauter, bei dem fast auf 2. Ja, ja, speichern, will ich mal sagen. Machen wir das noch. Salomon, der überragende Weise. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist er nicht mehr der überragende Weise. Jetzt bin ich der King-Weiser. Ja, ja, jetzt bin ich da, meine Freunde. Mal schauen, ob es jetzt einen neuen Titel hat. Neue Herausforderung. Alles klar. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Einen wunderschönen Tag noch. Tschüss.